Damen und Herren, die Fraktion Die Linke wird dem Aufsetzungsantrag zustimmen, dem Änderungsantrag der Tagesordnung zustimmen. Wer die Bilder von Stuttgart gesehen hat, den darf das einfach nicht kalt lassen. Und Herr Kollege van Essen, wir beide mögen uns sehr, aber das, was Sie hier vorgetragen haben, ist das, was Sie hier vorgetragen haben, ist mehr als peinlich. Es gehört hier nicht in diese Debatte. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind der Auffassung, wir dürfen hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Seit Wochen demonstrieren in Stuttgart. Ich habe das Mikro, Herr Kauder, insofern kann ich lauter reden als Sie. Seit Wochen demonstrieren in Stuttgart friedlich viele tausende Menschen. Da sind Demonstrationserfahrene, es sind aber auch viele Demonstrationsneulinge dabei. Und zwar vor allen Dingen auch CDU-Wählerinnen und Wähler, das dürfen Sie nicht vergessen. Und diese Demonstranten nehmen ihr Recht wahr, ihr Recht auf Demonstration. Das ist kein rechtsfreier Raum. So im Übrigen wie gestern auch die Schülerinnen und Schüler, die eine genehmigte Veranstaltung dort durchgeführt haben. Und ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie das Entsetzen, ob Sie die Tränen in den Augen der Schülerin gesehen haben, die gestern durch alle Sender gegangen ist. Was lernen eigentlich Schülerinnen und Schüler an einem solchen Tag? Lernen Sie Demokratie? Lernen Sie tatsächlich Meinungsbildung, freie Meinungsbildung? Was lernen Sie? Was lernen Sie über die Institutionen dieses Staates? Was lernen Sie, wenn plötzlich Wasserwerfer auffahren, wenn Pfefferspray eingesetzt wird? All das lernen Schülerinnen und Schüler, und das ist ein Vertrauen in die Institutionen dieses Staates? Das können Sie vergessen. Und insofern, meine Damen und Herren, hier geht es nicht um Wahlkampf. Hier geht es um Demokratie. Und ich sage Ihnen eins, Demokratie heißt auch, dass Entscheidungen, die man einmal getroffen hat, die man die gegebenenfalls auch überprüft. Und deswegen fordert DIE LINKE an dieser Stelle einen Baustopp zu Stuttgart. Und der Bundestag ist sehr wohl beteiligt, und deswegen gehört es heute auf die Tagesordnung. Er ist beteiligt bei der Entscheidung zu Stuttgart, und es sind Bundespolizisten im Einsatz gewesen. Auch das ist Sache dieses Bundestages. Damit müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen heute und hier in einer öffentlichen Debatte über dieses Thema reden und Rede und Antwort stehen. Und ich denke, das sind wir denen schuldig, die dort brutal bedroht worden sind, die dort verletzt worden sind in Stuttgart. Die Bilder haben Sie alle gesehen. Der Linken ist das Thema so wichtig, dass wir bereit sind, unseren Tagesordnungspunkt heute zurückzuziehen und dafür eine Debatte zu Stuttgart und zu den Vorgängen gestern zu machen.